Warnung! Gefährliche Inhalte mit möglichen epileptischen Schlaganfällen. Das Game verwendet Stereo-Sound. Den haben wir auf den Ohren sehr gut. Einen sehr lauten Stereo-Sound und es wird hier alles automatisch gespeichert. Nicht den PC ausschalten. Und da steht jemand am Fenster. Ist mir unangenehm und jetzt ist sie weg. From day to day. Die Demo. Klicke auf Tab, um dein Diarrhö aka Tagebuch anzuschauen. Wir gucken. Okay, Tagebuch. Ich muss einen Weg in das Haus reinfinden. Ist ein sehr schön gearbeitetes Tagebuch. Ist ledrig. Hier eine schöne Naht drumherum und hier noch so was eingestanzt. Wir können es aber nicht öffnen oder so, leider. Wir können es nur so hui, uns mal angucken. Nun. Alles klar. So, hier ist ein Zettel. Ah, da hat uns jemand die Instructions an die Tür gehängt. Gut, ich nehme die mal mit, falls ich es später vergesse, falls mir die Sinne vergehen und ich nachgucken muss, wie irgendwas funktioniert. Hier haben wir eine formschöne Taschenlampe, die vor sich hin blinkt. Ich bin gerade eben angekommen. Ich denke, ich werde sie brauchen. Die ist sehr formschön. Man kennt sie aus den, keine Ahnung, 60er, 70er Jahren. Ich weiß es nicht. So sieht sie irgendwie aus. War nicht meine Zeit. Ah, aber sie macht nach wie vor sehr hell und darauf kommt es ja an. So, wir humpeln hier mal ein bisschen rum. Ist ein sehr schönes Ländchen, Fleckchen Erde, auf dem wir uns hier gerade befinden. Ist sehr idyllisch noch. Wird uns wahrscheinlich auch bald vergehen. Oh, Content not available in the demo version of the game. Schade. Ich wäre gern hier etwas herumgestromert. Toll, ja. Vom Hund erschreckt. Ist ja nicht zu glauben. Wo ist denn hier der Hund? Da ist nur eine Krähe. Ich hoffe nicht, dass die Krähen bellen. Das wäre mir unangenehm. Hier, es windet auch ein bisschen. Habe ich hier so ein bisschen Wind auf dem Öhrchen? Oh, hier komme ich auch nicht weiter. Ach, schade. Ich würde hier gern rumlaufen. Es ist wunderschön hier. Ich mag das eigentlich. Eigentlich könnte ich da gerade hier stehen bleiben. Mich hier auf die Schaukel setzen. Ein Eis schlecken und ich wäre wieder 10 Jahre alt. So gefühlt. So, der Hühnerstall, da blinkt was drin. Alter Schlüssel. Okay, früher wurden die für Juwelenboxen. Oder für Schmuckschatullen verwendet. Okay, ich nehme ihn mal mit, aber ich komme hier dennoch nicht rein. Springen ist auch keine Option. Und, oh, was ist das denn? Ich komme da gar nicht. Ab und zu. Oh, Benzinfeuerzeug. Man kennt es klassisch mit diesem Nüpsel, den man nicht rauskriegt. It might be useful. Aber wenn man ein Zippo besitzt, dann kann man, ne, wenn man es aufmacht, da mit diesem, ne, mit der Kappe kannst du das so schön, ne? Ja, weil es jemand nicht wusste, habe ich jetzt vielleicht ein Lifehack genannt. Wahrscheinlich wusste es schon jeder. Ich habe es damals auch per Zufall nur so entdeckt, aber ich glaube, es ist allgemein bekannt. Jedenfalls. Ist scheinbar ein sehr modernes, altes Farmhaus. Ich weiß nicht, also diese Solarpaneele sind ein bisschen so ein krasser Kontrast, möchte ich sagen, wenn man jetzt hier mal so schaut. Ich meine, da ist klar, ist auch eine Klimaanlage, aber das hier ist, ja, ein bisschen unpassend in die Szenerie, finde ich. Auch nicht available. Das ist aber sehr schade. Dann sind wir ja nur hier auf diesen Hof begrenzt mit unserem Rumgelaufe. Hier ist auch ein bisschen was passiert. Ein überlegen Balken ist so ein bisschen hier die Zerstörung war im Gange. Ich weiß nicht genau. Gut. Ah, hier könnten, waren wir hier schon drin? Ich glaube nicht, ne? Hier hängt ein Zettel. Ist jemand... Es ist der nackte Nachbar. Schwierig.
Personal history. A doctor of the city's psychiatric hospital was dismissed for illegal actions against the patients. Aha. Ein Psychiater aus dem Krankenhaus. Krankenhauspsychiater wurde entlassen, weil er sich den Patienten unangemessen gegenüber verhalten hat. Dismiss. Das ist nicht so gut. Ich fühle mich benutzt gerade. Oh, eine Crowbar. Oh, das könnte mir in Zukunft nützlich sein. Ja, zum Beispiel, um in die Hütte reinzukommen. Lass mich raten, der ist jetzt weg. Natürlich. Ich möchte kurz was verifizieren. Okay. Es war der nackte Nachbar von nebenan. Der wohnt da im Silo drin. Ich kenne ihn. Das ist nicht so gut. Ah, wir können hier einsteigen, wie es aussieht. Okay, hier ist ein Zünder. Ein Old Lighter. Wie kann ich denn den jetzt auffüllen? Habe ich jetzt aufgefüllt? Oh ja, da geht das Ding an. Hier sind Schlüssel. Komme ich da ran? House Key. Who put them there? Wer hat die da hingelegt? I don't know, aber hier ist noch eine Kippe. Alter, willst du mich verarschen? Ich muss dringend los. Ich würde sagen, hier ist schon noch eine Kippe, die da noch nicht geraucht wurde, die wahrscheinlich jemand rauchen wollte. Frag mich, wie lange die da schon liegt. Alter, dieses Telefon, ne? Es hat gerade ein bisschen diese Atmosphäre zerstört und ich denke mal auch diese entspannte Idylle wird gleich vorbei sein, sobald wir hier eintreten. Ah, hier. Okay, da macht das automatisch. Okay. Merke ich mir. Find a room where I can put things. Was? Ich soll einen Raum finden, wo ich Sachen hin tun kann. So, die Ferien kommen. Da gibt's bald einen Feiertag. When the residents expelled the last witch. Ah, ein Feiertag, an dem die Anbewohner die letzte Hexe der Stadt hinfortgejagt haben. Cool. Da sind die Hexen wahrscheinlich sehr glücklich über diesen Feiertag. Schwierige Situation. Ich kriege gerade einen Schauer über den Rücken. Das war sehr ekelhaft. Aber auch sehr gut. Big Lock. Someone was trying to open the lock. Okay. Das sind, also, sieht jetzt nicht wie ein Dietrich aus. Ich weiß nicht. Kann ich selber? Nicht. Okay. Hier ist noch offen. Das beruhigt mich ein bisschen. Auch wenn ich nicht weiter wegkommen würde, weil der... Weil hier, ne, Content is not available in the Demo. Demo? Also wir lockpicken jetzt... Ah nein, wir zünden... Okay, wir fackeln hier das Ding ab. Ich verstehe. Wie geil war das eigentlich gerade mit dieser Dame, die da saß? So. Und dann hast du da geguckt, dann war es weg. Und hast du da geguckt, dann war es da. Also, weißt du, wie ich meine? Es war... Wow. Okay, wir haben die Tür geöffnet. Mehr Fluchtmöglichkeiten, da bin ich dafür. Does not work. There's no electricity hier drin. Okay, keine Elektrizität. Verstehe. Pakete. Amazon-Paket. Verstehe auch. Okay, wir brauchen das zweite Teil.
des Dietrichs. Hier sind Geräusche im Hintergrund. Das ist ekelhaft. Also dem Dietrich fehlt noch ein zweiter Teil. Des Dietrichs zweiter Teil sozusagen. Das müssen wir noch finden. Alter, hier verschiebt jemand dauernd Sachen. Es ist wieder Zeit zum Umräumen. Ist das eklig? Das ist richtig eklig, Alter. Ja, wenn das jetzt gegangen wäre. Ah, hier, das ist die Schmuckkästchen, oder? Igitt! Ah, das hat sich angehört, als wäre es in meinem Kopf drin, die Stimme. Emily's Diary. Der Durchfall von Emily. Entschuldigung. Emily's Tagebuch. Wer ist Emily? Ja, I don't know. Das Kind, was uns gerade ins Öhrchen gehaucht hat. Vermute ich mal. Nun, ich bin heute wieder sehr mutig. Hier ist doch Lockpick, Schmockpick. Der zweite des Lockpicks, zweiter Teil. Nimm das doch bitte auf. Ah. Da ist gerade was aufgegangen. Das, meine sehr... Now I can open the lock door. Okay, cool. Hier muss... Ist ja die Abfrage, ist ja pixelgenau. Ich komme nicht genau... Ah, warte. Old Key, why was it hidden? Weiß ich nicht, aber es ist ein sehr schön gearbeiteter und doch seltsamer Schlüssel. Den sack ich natürlich gleich mal ein. Ih, da ist ein Knochen, oder? Oh, hör mir auf, Alter. Hier sind so unangenehme Geräusche die ganze Zeit. Hier ist noch was. Oh. Da sind... Alter, diese Geräusche sind so unangenehm. Was ist das denn? A dagger for the ritual. Alter, für welches Ritual? Er hat es automatisch gemacht. Oder sie. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur eine Bier getrunken. Alter, das wird immer ekliger. Ich habe das hier nicht ausgerüstet gerade. Sehr unberuhigend, dass das von dass sie es automatisch ausgewählt hat. Sehr unberuhigend. Habe ich keinen ja nach wie vor raus, oder? Jo. Ja. So. Kurzkraft getankt. Ah, hier rum. So. Alter, das ist, geht auf keine Kuhhaut. Drauf, hey. So, wir haben den Double Lockpick. Stissel. Dieser Raum passt mir gut. Ich muss die Boxen hier rausbringen. Da ist eins Figürchen. Hier, guck, siehst du den da? Das ist ja... Yikes. Aber wie kann ich die Boxen hier moven? So, need to move the boxes with things that are on the Ach, okay. Wir müssen was... Oh. Guten Tag, die Dame. Bisschen kopflos, aber es geht schon. Also Sachen von der Straße hier reinräumen. Sind wir etwa hierher gezogen? Alter, wer zieht denn hierher allein? Das würde mir im Lebenstag nicht einfallen. Nee. Sind es die Boxen? Nee, das sind so Steinplatten. Ja, ist schwierig. Ah. Auf der... Straße. Hätte nicht sagen können, vor der Tür.
Hätte ich nicht da hinten überall... Ja. Nun. So. Gehen wir halt mal rein. Ach so. Ja. Hier, dieser... Ah, okay. Er tut es automatisch ab. Ich sage die ganze Zeit er. Ich weiß nicht, ob es er oder eine Dame ist. Ich möchte mir nichts anmaßen. Ich sage einfach er. So, flupp. Das ist House Flipper. Die neue Version. Jetzt mit Gruselelementen. Horror-Update. Ding, 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 ding. House Flipper könnt ihr auch mal durchwalzen, hey. So wie es hier aussieht. So, on the ball, which are located in the hallway. Und hang the keys. He'll be here soon. Er wird bald hier sein. Was, ich muss Türen zumachen oder was? On the bolt. Ich weiß leider nicht, was bolt heißt. Ach so. Hier. Er wird bald hier sein. Okay, holy fuck. Wer wird bald hier sein? Was ist jetzt passiert? I'm going back to my room to get ready. Wer ist bald hier? Und warum muss ich mich jetzt einsperren? Und, ich habe viele Fragen. Ich gucke lieber nochmal hier kurz nach. Wir haben ja so ein Ritual-Dolch gefunden. Ich weiß nicht genau, was für Ritual und... Die Damen? Entschuldigung. Was? Es ist ganz merkwürdig. Ein paar Tage später. Ist das hier gut? Amazon-Paket. Da war jemand. Ich muss hier vielleicht auf... Ih, war das eklig. Es war hinter mir gerade. Trotzdem ist die Tür gesperrt. Ich hasse Schaukelstühle. In Spielen. Hier passiert gerade zu viel. Das Reizüberflutung. Hallo? Oh. Oh. Das ist ja unberuhigend. Weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll. Ist das hier die Hexenverbrennung? Nun. Au. Au. Ah, man kennt es. Entschuldigung, Lady. Ich glaube, anhand ihres Häubchens ist sie wohl schon ein bisschen aus einer anderen Zeit. Hallo? Ich würde gern wieder ausziehen. Kann ich Immobilien-Scout Reklamatio machen? Ich fühle mich hier doch unwohl. Mal da. Sieht so schlecht da. Die gehängten Hexen werden noch verbrannt, so. Oh, diese Fliegen in meinen Ohren gefühlt, das ist so... Okay, hier ist... Sag mal, komme ich denn irgendwie jetzt... Nee, das wollte ich gar nicht. Ich verstehe jetzt nicht genau, wo wir... Aha. Obwohl, ich fliege dir ins Maul rein, halt. Ich muss kotzen. Hier ist zu. Ich
Etwas krabbelt hinter mir. Dieses Umdrehen ist ganz furchtbar. Manche Spiele machen das ja sehr gut. Dass du dich dann umdrehst und... Ah! Schon wieder Amazon-Paket. Ich hab nichts bestellt. Oh, da siehst du wieder hier. Vielleicht ein bisschen besser. Ist ein ganz schwieriges Thema. Will ich jetzt echt zur Tür gehen? Nein, er soll einfach vorne abstellen. Ich hole nachher. So, hier waren wir auch schon. Ist da, sind das blutige Balken? Ich weiß es nicht. Au. Au. Da ist eine Katze. Katze. Ey, Mausi. Ja, Katzen und Hexen? Ja. Ich sehe einen Zusammenhang. Witches of Salem. Hieß nicht auch von I. Simsalabim Sabrina. Die Katze, so hieß die nicht. Salem, die Tür ist weg. Und nu? Hier kann ich nichts machen. Katze, guckt nur. Die jagt wahrscheinlich gleich. Die müsste eigentlich hier voll abgehen wegen den ganzen Fliegen. Aber... Oh, Alter, von Tag zu Tag, hey, werde ich älter, wenn ich sowas spiele, Freunde. Ja, danke für diese tolle Demo. Uff. Demo von Day to Day was created by Alexander Reshitnikov bei Emika Games. Danke dafür. Jetzt Wishlisten habe ich auch schon gemacht, damit das Spiel, es ist noch in Entwicklung, habe ich gehört, und ist wohl noch unsicher, ob es fertig wird. Deswegen jetzt Wishlisten und damit wir da auch die Vollversion davon kriegen. Ich hätte so Bock drauf und verabschiede mich an dieser Stelle und sage, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dann, haut rein und ciao, ciao. Dieses ist gerade auf 10, Alter, aktiviert. Das macht mich fertig, Alter. Ich gehe mir einen Baldrian-Tee machen.